was möchten Sie bezahlen? Ich weiß nicht. Johnsman, einen Euro? Ich kann gar nicht wissen, dass es Bücher sind. Smart. Euro. Smart. Ein Euro hat sie jetzt geboten, ja. Ich habe ihr noch nichts gesagt. Ja? Passt. Ich hab nämlich einen doppelt so groß für 20 Cent, aber ich habe auch einen Euro bezahlt, weil ich gesagt habe, ein Euro muss schon sein. Ne? Ja, das ist super lieb. Aber also, ich habe noch nie etwas bekommen. Nee? 3 Euro? Guter Preis, oder? Der sieht so leicht aus. Ja, genau, der sieht so leicht aus, aber der ist gar nicht so einfach. Nimmst du beide, machen wir 5. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Irgendwie dachte ich mir auch mit 2 Hand. Der große ist nicht einfach. Ja, doch mal so einen mit noch mehr. Und wenn du möchtest, kann ich für dich drehen oder du drehst selber und könntest noch so einen Pokémon-Booster gewinnen. Achso, beim. Ja, aber du hast auch nicht. Beim X oder beim Häkchen gibt es. Also beim Häkchen gibt es einen Booster. Soll ich oder? Ja? Okay. Hey, herzlichen Glückwunsch. Noch so einen zusätzlichen Booster hier. So ein Trick or Trade, so Halloween Special. Vielen Dank. Danke dir. Dann. Schön. Schönen Sonntag noch, ne? Danke euch auch. Dankeschön. Ja. Findet man euch bei Twitch? Genau, also Fassler oder jetzt hier. Wir sind eigentlich alle am Livestreamen. Okay. So ein bisschen. Okay. Cool. Na gut. Ja, das Gleiche, ne? Danke. Und? Genau, wir haben tatsächlich noch andere. Was geht mal rum und kauf Sachen und verkauf an deinen Stand? Sind meiner Meinung nach nicht so cool wie die hier drin sind. Guter Call, ne? Guter Call. Guter Call. Oh, ich bin echt direkt, ey. Sau warm hier. Da bist du gekocht in so einem Ding hier. Ich frage mal gleich Bonnie, ob wir das machen hier. Geh mal rum und kauf Sachen und verkauf sie an deinen Stand so richtig auf. Richtig unangenehm. So. Aber schon sehr gelichtet, ne? Hier die großen Sachen sind auch weg. Richtig geil. So, das soll einfach weg, ne? So einfach weg. Zack. Ich habe heute hier extrem viel Spaß und das so halt als kleine Spielerei, wisst ihr. Ich habe so ein Sexbuch von einem YouTuber. Ist das jugendfrei? Darf ich das verkaufen? Bett mit der Welt? Ja, kannst du schon verkaufen. Ist ja nicht so. Ist ja keine Schweinerei drin, oder? Sind da Schweinereien drin? Keine Ahnung. Aber wenn, dann ist es wahrscheinlich nur gezeichnet oder so, ne? Nee, also beschrieben habe ich. Ach so, ja, dann easy. Ja, dann kann man das verkaufen. Guten Morgen, Katzenfifi. Ehre geht auf jeden Fall raus. Schön, dass ihr alle da seid. Hier, gerne Follow da lassen, ne? Kostenlos. Hier, Flohmarkt-Verkaufsstream heute mal. Nicht einkaufen, sondern verkaufen. Zusammen mit Johnsman, Severy, Josh, Ronny, Mystery, Dean. Alle mit am Start. Jawohl. Geil. Mein Moneyboy-Poster am besten. So geil. Oh, aber ist das nicht auch so warm? Nö. Echt? Mir schon. Gar nicht. Hier drin wirst du irgendwie gekocht. Das ist nicht mehr, ja. Also das dachte ich auch, das ist der Vorteil an diesem Stand. Andererseits, wir fehlen der freien Sonne, wenn du Pech hast. Ja. Ich habe schon gefragt hier, jetzt hat sie eine Cap auf. Die Twitch-Partner, hallo? Die Twitch-Partner-Cap, um es mir unter die Nase zu reiben, sozusagen, dass ich noch kein Twitch-Partner bin. Ich Nein, Kappa, alles easy. Erst wird mir eine Cap geklaut und jetzt? Hey Johnsman, wir sind doch gute Freunde, oder? Mhm. Was hat das Glücksrad auf sich? Ich auch 3 Euro für. Nee, ja, da kann man so einen Pokémon-Booster gewinnen. Oh. Ups. Ups. Pass mal auf, wir können jetzt wieder den einen Move machen. Achtung.
Gamble, Gamble, Gamble! Achtung, mal gucken, wer den Pokémon-Booster gewonnen hat! Hey! Herzlichen Glückwunsch! Jawohl! Herzlichen Glückwunsch! Ja, sowas mache ich dann halt auch immer, ne? Hat den Richtigen getroffen, hat ein Kind getroffen, jawohl. So muss das. So einfach random reinhalten. Sei froh, dass du einen Kopfschutz hast. Ja, stimmt. Was macht ihr jetzt mit dem restlichen Tisch? Ja, so lassen wir das. Ey, Johnson? Ja. Also, wir haben wirklich gute Freunde, ne? Cam. Ja. Ich gebe dir einen Tauschgegenstand. Also ich dachte, ein Tausender. Auch gut, auch gut. Umsatz, Umsatz. Tausender. Oh, Scheiße. Viel. Ja. Boah, aber jetzt mal ohne Mist. Das Ding haben. Darfst du einmal bestimmt drehen. Moment. Ja. Tauschst du ja. Gegen die Cap? Ja. Tausch gegen die Cap. Ja! Sag ehrlich, ist geil, oder? Ja, mega geil! Ja, ist richtig geil! Ich dachte mir so, Digga, ich hab das noch nicht. Rotgrip Mo folgt jetzt. Muss ich dir geben. Rotgrip Mo, vielen Dank für dein Follow. Ja, ich bin auch happy. Hey, übel stark. Übel stark. Leute, so macht man geil. No joke. Ja, und so findet man Freundschaft. Einfach. Geil. Kennst du Magic the Gathering? Okay. Vielleicht was geht, was geht? Eine Rauchbombe für dich. Roland Scamp, der Kinder. Wie ist das noch? Wie alt seid ihr? Ihr seid 13. Sag, dass ihr 13 seid. 13. Ja, du auch, oder? Ja, ne? Ja. Er sagt, ich darf euch die nicht verkaufen. Ja, Jugendfeuerwerk geht ab wann? Nein! Nicht die Kalimba! Oh nein! Wasserbombe habe ich auch. Wie ist das passiert? Sag mal nach. 20 Cent. Wo verkauft ihr Dalgo? Dalgo heißt es hier irgendwie. Havelpark Dalgo. Na, da hinten. Oh, das ist da hinten. Geil, aber da habe ich leider einen Teil von verloren. Havelpark. Also nur für Cracks, die wissen, wie man das Ersatzteil verwendet. Oh. Mobiler Router, kann ich bei SIM-Karte reinstecken. Hm? Aber Dankeschön. Das Problem ist, ich habe diesen SIM-Karten. Nee, kann ich nicht machen. Umsatz. Und ich habe sogar bei der Firma. Was hat er eingetauscht zu einem PIN? Also es ist nur für Leute, die wissen, ja? Jonsmann gambelt jetzt. Oh, er hat was verkauft für mich. Alter, das Ding zieht mich richtig ab, ne? Das Ding zieht mich richtig ab, ich sage euch ehrlich. Das Ding zieht mir richtig auf. Ich muss quasi ein bisschen aufmachen, dann kannst du dich schnell befinden. Bonnie auch richtig krass, ey, unterwegs. Ja, so ein bisschen Rugby. Also ich weiß nicht, ja, von dem Kumpel von mir, die Mutter, die das da aussieht. Und das Ding ist. Kannst du vielleicht später auch wieder Tonner verkaufen? Das ist ganz schön mutig, deinen Stand zu verlassen, fast, oder? Ja, ja. Ja, dann ist das hier immer ein Spiel noch. Nee, Johnsman ist ja dort. Wenn du einen kleinen Spaß so gut aufhören. Bist du zufrieden, guter Firma? Ja, ist in Ordnung. Ja, ja, macht sehr viel Spaß. Bei dir? Ich würde sagen, du auch viel Spaß hier als Käufer hier rumzulaufen. Als Käufer? Ja. Ja, bestimmt, aber ist schon das ganze gute Zeug ist weg, schätze ich jetzt mal. Also wirklich die ganzen heftigen Schnäppchen so. Die sind weg. Also zumindest nicht die Uhrzeit. Aber ich weiß nicht. Weißt du noch? Ja, ich glaube. Die hat euch jetzt. Wo? Gamble, Gamba. Bitte? Das ist aber auch wert. Also auf jeden Fall handcrafted. Wasser? Ja. Wie ist das, wenn man die einzelnen? Wenn die D&D, Pen & Paper? Du willst einzelne? Oh, sorry. Ja. Wir wollen einen Booster. Wir wollen einen Booster. Was willst du für einen? Nur Pikachu? Ja, mach mal 12 Euro. Nein, Spaß. Gib einfach den zwei Booster und gut ist. Oh, das soll ich kurz? Mach.
So. Einfach Booster haben, sonst hier rausknallen, Freunde. Das sind deine Booster. Warte mal, ich verhedder mich hier die ganze Zeit. Nee. So. Gerne. Meine 12 Euro? Nein, Spaß. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Den kann man ja machen. Die wollten jetzt nur eine kleine Figur kaufen, um die Pokémon-Booster. Das spricht sich rum, ne? Das spricht sich rum, pass mal auf, ich habe halt keine Pokémon-Booster. Ja, ich habe gerade für die gedreht und die haben das gesehen und wollten auch. Ja, nice, okay. Weil ich habe für eine Hand hier für 2 Euro. Aber eine Hand für 2 Euro ist extrem günstig. War ein Kind. Ah ja. Also hat ein Kind reingekriegt. Ja, ich habe gesagt, Umsatz ist Umsatz. Ich habe gesagt, die Frau müsste 3 Euro zahlen, das Kind. Dann hat sie nicht viel gegriffen. Ja, 2 Euro. Safe, richtig gut. Und hat auch nicht aussortiert, sondern wirklich einfach reingegriffen und hatte. Ja, geil. Geil, geil, geil. Hier, Johnsman macht Umsatz. Und Umsatz brauchen wir. Wir brauchen Umsatz, um zu gewinnen. Ich habe auch den Urlaub verkauft. Für 13. Ich bin ein bisschen eingestiegen. Ich habe 15 sehr gesagt. Gut, sehr gut. Hatte gesagt 10, hat gesagt 13, aber das wäre wirklich letzter Preis. Super. Sehr gut. Krass. Aber passt du mit einer eigenen Ausbildung? Ich muss mit meinem Kalender für Hartz 4. Jetzt hast du den Eimer durch, also jetzt kriegst du noch 1 Euro noch Arbeit drauf. Grüß dich nicht. Hey! Also, was war das? 4,50. Nein, das ist 6 gesagt. So wild, ey, so wild. Wir sind schon nach Fiebertraum-Chat. Sag ich ja immer. Oh, ist das hier warm, ey. Ich war kurz davor, die Twitch-Cap zu verkaufen. Ja, guck mal, meint ihr jetzt mal ohne Mist, Chat, ihr dürft mal reinschreiben, glaubt ihr, damit werde ich Partner? Glaubt ihr, wenn ich so streamen würde, würde ich Partner werden? Echt, jetzt für wie viel? Für 5. Wir haben kurz überlegt. Glaubt ihr, damit werde ich Twitch-Partner? Glaubt ihr, diese Aura wird über mich sozusagen... Muss eigentlich. Meinst du? Das ist die Twitch-Partner-Aura. Die Twitch-Partner-Aura? Mhm. Oh, und ich habe von einem Twitch-Mitarbeiter das höchstpersönlich geschenkt bekommen. Das ist richtig krass. Chat. Was meint ihr? Kriege ich damit hier den Twitch-Partner-Status? 2. Kannst du aber erst nach deinem Türkei-Urlaub tragen. Guter. Nee. Weil das guter Einwurf. Richtig guter Einwurf. Gut die Geheimratsecken wegmachen. Ich schwöre sogar. Mach kurz weg. Nee. Kurz weg, die Kamera. Vertrau. Nee, okay. Meine Haare sind so oder so. Egal. Oh. Guck mal, jetzt hast du hier oben. Der passt mir gar nicht. Das kann man ja auch größer machen. Oh. Noch größer. Sorry, ich schwitze wie ein Bock. Oslo. Er geht noch größer sogar. So? Ja, und jetzt hast du oben volles Haar. Ah ja. Ja? Ja? Beide für 15. Beide für 15? 16? 16 Euro? Genau. Ja, 16 oder 17? Muss aber auch eben zu seinen Viewern sein, oder? Ja, doch, dann 15. Chat. Stop, stop. So, sind das Plastikstrohhalme in der Capri-Sonne? Ja, genau. Das ist tatsächlich. Plastikstrohhalme? Ja, die sind importiert aus Japan. Ja. Die Käfer. Ja, aber die sind wirklich gut klassisch. Von wann sind die? Sind die noch haltbar? Ich glaube nicht, oder? Das ist von Johnsman? Ja. Muss mal gucken. Kann der die nicht aufmachen? Der rasselt an die Grün. Oh, ich sag euch ehrlich, ne? Ich glaube, die Cap steht mir besser, ne? Aber die Twitch-Partner-Cap war viel zu klein. Die Capri-Sonne? Oh, weiß ich nicht. Johnsman!
Johnsman! Oh mein Gott, wir haben zwei coole Sachen. Er hört gerade eben nicht. Kurz einen Moment. Johnsman! Jonas! Was willst du dafür haben? 10 Euro. 10 Euro? Ist mit Plastikstrohhalm. Ist gut. Also halt, weil ein 10er, also 1 Euro pro Capri-Sonne, zahlst du wahrscheinlich hier beim Stand mehr. Da vorne zahlst du 1,50 tatsächlich. 1,50 für Capri-Sonne? Ja. Da vorne beim Getränk. Hast ein bisschen was gespart. Stimmt, und das ist voll der Low-Preis. Das ist voll lost. Eigentlich müssen wir ein bisschen höher ansetzen. Ja, egal. Die kann man sogar auch noch, wenn man hier so ein bisschen hier die 2 wegstreicht und vielleicht eine 5 hin macht, trinken. Schätzt das mal nicht. Ist ja mit. Ist ja auch fürs OG. Haben wir auch noch Cola-Geschmack? Ja, ich habe tatsächlich. Also wir haben tatsächlich noch Cola zu Hause mit Plastikstrohhalm. Das ist crazy, bitte nicht. Das ist wirklich crazy. Oh mein Gott. Twitch. Das ist krass. Noch besser. Und wie viele sind gerade aktiv bei dir? Ja, nur so 6.000 gerade eben. Also ich doch was gesagt, der eine davon kenne ich von TikTok. Ja, dafür bin ich, keine Ahnung, bin altbacken. Ach Quatsch, ich bin auch 34. Und macht das so. Sie ist noch nicht mal, ist gerade erst frische 30. Ja, also, da ist man doch nicht so alt dafür. Und vor allem, ich habe hier übelste Schnäppchen. Das sind alles nur Orientierungspreise. Was sind denn übelste Schnäppchen? Wir haben 30 Euro für ein Spiel, das sind die Schnäppchen. Ja, aber das kriegst du ja für 50, sag mal, bei eBay. Keine Ahnung, kann ich die für 30 machen? Zum Beispiel. Ich habe nur gesehen, der Capri-Sun, deswegen bin ich eigentlich stehen geblieben. Ein Drehrad, Achtung, warte mal, wir gucken mal, was das kann. Achtung. Was gewinnt es oder nicht? Mal gucken, was das Drehrad kann. Oh, gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Und eine Waschmaschine. Spaß. Danke. Nur den Booster. Gerne doch. Das drehe ich doch auch nochmal, oder? Eigentlich nur bei Kids drehe ich so und bei Erwachsenen, die einkaufen. Ups. Ich hab doch gesagt, ich bin da noch nicht mal ein. Das ist ja heftig, ne? Aber mein Kabel dreht sich hier die ganze Zeit so. Findest du jetzt irgendwas? Nein, was soll ich denn hier? Anhänger für. So. Viel Erfolg noch. Dankeschön. Nee, ich hab 6002 Zuschauer. Nein. Ist natürlich nur ein kleiner Spaß, meine Lieben. Nimm mit, 6.000, du bist top. Lass mehr deine männlichen Charme raus. Das wird ja sonst nichts. Hey, den männlichen Charme lass ich nur bei Frau Fassler raus, ja? Ja. So, oder? Kinder kann man drehen, aber bei Erwachsenen, die wollen nie, oder? Oder ich bin dann ja die Wohlfahrt. Ich sag mal so, wenn jemand mich schaut, aber die haben ja so gesagt, so, oh, du meinst, Twitch, du so. Meinst jetzt hier die haben ja trotzdem auch so ein bisschen Twitch schlecht geredet. Willst du das hier Kinder? Nur Kinder. Ja, ist okay. Finde ich fair. Ja, finde ich fair. Oder Chat, was meint ihr? Erst so ein bisschen Twitch, so, ne, viel zu alt dafür, so. Ja. Eine Hand kostet tatsächlich nur 2 Euro. Also wenn einmal reingreifen, 2 Euro. Das ist echt günstig. Und noch einmal am Rad drehen. Und vielleicht noch einen Pokémon-Booster gewinnen. Und wenn er zweimal gewinnt, gibt es eine Waschmaschine umsonst. Nee, das letzte war ein Spaß. Wie war es? Hast du das noch hinbekommen, jetzt auch? Hast du deinen Stream gesehen? Mit dem Tisch aufbauen? Ja, hat alles geklappt. Jetzt ist das Wohnzimmer fertig. Jawohl, 2 Euro. Alles schnell nehmen, bevor sie runterfallen, genau. Ja, genau. Einfach in der WG. Ja, cool. Genau. Ich bin gerade noch im Ferienlager. Ich bin auch betreuer im Ferienlager gerade. Also, heute Abend sind wir noch dann dahin. So, und dann wollt ihr hier runterkommen und drehen oder soll ich? Erzgebirge. Also auch. Komm, ich pack sie dir ein. Genau. Aber nee, das ist echt schön geworden. Wie läuft deine Anfrage bei Twitch? Ich pack sie hier rein. Was? Ja. Guck mal her. So. Hat sie klappt? Ja. Kurs von der Twitch kommt raus. Geil. Genau. Ich mach nur das Rad. Ich
sehen, wie weit geht es. Ne? Ich mach nur das Rad-Chat. Gucken. Herzlichen Glückwunsch! Du darfst dir hier so einen Booster nehmen. Willst du auch nochmal drehen? Schwer auf Twitch. Aber du hast mehr Spaß. Es passt so, oder? Man sieht nur das Rad, ne? Ja, passt. Und. Ist auch mega. So kann man einen laufen lassen. Nicht die ganze Zeit, man muss ja. Hey! Herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß damit! Ja, also Sachen, wenn man so sitzt schon. Gerne doch. Wenn man so sitzt, ist es nur ein bisschen. Ja, ja, genau. Ist auch schwieriger, dann was zu machen, wenn du rumläufst und so, passiert natürlich immer was. So. Wenn du ein bisschen in der Stadt rumläufst und so. Ja. Acht Kilometer, dann ist Knirps da, ja, wild. Ja, das ist schon ein bisschen interessant. Ehrenmann, Dankeschön, Dankeschön. Und deswegen kam das ja, bei so Kindern mache ich halt immer Ausnahmen, wisst ihr ja. Doch noch geschafft. Aber ihr bist du drin? Ja, hopp. Die Leute, die Frau hat gerade eben gesagt, ich habe die Kinder gefilmt. Habe ich gar nicht, oder? Ich drehe, also ich tue nur... Genau. Ist es in Ordnung, wenn du drauf bist? Ja? Okay. Ist ein größerer. Oh, hast du nicht vorhin schon mal gedreht? Nö? Oh, hey! Und wieder gewonnen! Nimm dir einen raus, den Booster. Manchmal. Chichi. Wilde Sache, wilde Sache. Hast du den Raum gesehen? Raum gesehen? Schon. 8 Kilometer, ey, das ist aber auch krass bei der Hitze da. Reichen Sie auf Twitch? Fassler. Aber ist geil. Wir sehen uns später nochmal. Fassler. Fustler, ja. Wie Hassler, nur mit F. Lass ihn kommen. Vielen Dank, ne? Ciao. Ciao, ciao. So, und hast du jetzt was verkauft? Verkaufen. Verkaufen? Ich muss verkaufen. Also, wie gesagt, ich habe den Controller verkauft. Aber das war einfach ein Zuschauer. Ah ja, so. Quatschen, ja, wild. So, super lieb. Eine ganze cool. Hand einmal reingreifen kostet 2 Euro. Seine Hand oder meine Hand? Seine Hand. Aber oh, stark, ja. Machst du, dass du nichts mehr verlierst? Da einfach rüber oder da rüber. Genau. Blick hin, checken. Oha, oh, gute Hand. Ja. Oha, guck mal hier. Oha, richtig gut. Perfekt. Und will er drehen oder soll ich für ihn drehen am Glücksrad? Oh, ein Glücksrad? Ja. Du? Ich will. Okay, dann musst du rüber. Okay. Irgendwie. Hier rüber, einmal. Geh mal unter den Tisch. Genau. So, bin mal gespannt. Leider nicht, nee. Aber passt doch in Rucksack, oder? Ach, der hat ja einen Rucksack um. So, schauen wir mal. Ah, ich stelle das doch im Handbuch, ne? Ne, ihren Laden habe ich aufgekauft tatsächlich. Oh, herzlichen Glückwunsch, du darfst dir dann einen Booster nehmen vom Pokémon. Kannst auch noch umziehen, ne? Gerne doch. Ihr habt ihn jetzt auch gekauft oder was? Nee, ich habe tatsächlich irgendwie, ich habe meinen kompletten Laden aufgekauft und da war das tatsächlich mit dabei. So halt als, ja. Da gibt es bestimmt noch, ja. Aber das war irgendwie, ich glaube, der hatte keinen Bock mehr und dann konnte ich den sein Interieur aufkaufen und da war der schon dabei. Ja. Was hat Mystery eigentlich zu deinen Automaten gesagt, Richtiger? Ja, danke, schönen Sonntag. Ja, Freunde, hier geht es eigentlich eher so um Spaß, ne? Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich habe Spaß, jeder hat Spaß, richtig geil. Schmeckt auf jeden Fall. Grüße, was geht, moin. Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht kommt ja der ein oder andere zu dem Mystery-Automaten, ne? Amazon Secret Pack Automat oder Flohmarkt. Schauen wir mal, ne? Checken. Schaut mal an, wie. Also ich verschenke hier die Sachen. Ich verschenke hier die Sachen, Chat. Das ist unglaublich. Ich verschenke das hier. Also das ist so krass. Ich verschenke die Sachen. Cooler Stream heute, Dankeschön. Hast du irgendwas zu essen oder zu trinken? Ich gehe nochmal mehr Eiskaffee holen. Also ich habe noch was zu trinken. Essen ist technisch. Was gibt es da so? Pommes. Ja, Pommes will ich nehmen. Gib Mayo ich dir das oder Ketchup? Wie viel kostet das? Kaufe ich dir Mayo oder Ketchup? Oha, vielen Dank. Ketchup. Dankeschön, ne? Jo. Ehre.
dafür, dass ich hier auch mit seinen Stand verwalte. Auch gerne mal, ne? Ich hoffe, ihr habt überall schon mal einen Shoutout gegeben, ne? Hier, Dean of Twitch haben wir, glaube ich, noch keinen Shoutout gegeben. Dean of Twitch, Severy, Josh, Ronny Berger, Mystery Blue, Montana Black. Ist nicht am Start, aber kommt vielleicht dann. Kappa, hier. Scheiß Reseller. Was, du hättest deinen Twitch-Namen groß hinter dir aufhängen müssen. Hätte ich gegebenenfalls machen können, ja. So, muss jetzt mal weg mit der Frau, wünsche noch viel Spaß und hau rein, ne, Face. Ist der Automat oft leer? Ja. Frau Fasser hat viel zu tun auf jeden Fall. Okay, wir gucken nochmal. Hopp, wir machen nochmal so ein Gamba. Gamba, Gamba. Gamba, Gamba, Gamba. Wer gewinnt den nächsten Pokémon-Booster? Ey, das Ding ist echt ohne Mist. Die ganze Zeit. Die Leute trauen sich irgendwie nicht. Das dauert aber heute, ne? Das dauert. So, Leute, wir gucken uns jetzt alles einmal an. Kriechen. Was war? Jawohl, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich halte ihn einfach so immer so hin und derjenige oder diejenige, die ihn ergreift, gewinnt. Ne? Echt jetzt? Ja, ja, da laufen so viele Leute vorbei. Hier gibt's Sachen for free. Jetzt? Ja, Jedica, mach mal nochmal. Nee, jetzt? Das mache ich immer so random, weißt du? Mach mal nochmal. Oh Mann, ey, ich sag euch ehrlich. Hey, ich habe jetzt einfach so ein Pokémon. Hä? Hey, das ist ja voll geil. Ja, was normal. Was würdest du sagen? Was ist smarter? Resell oder jetzt öffnen? Öffnen. Öffnen? Ja. Content. Okay, ich kenne mich aber nicht aus, ob das gute Sachen sind oder nicht. Ja, das sind habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft, so ein ganzes Pack. Ich glaube, für einen Fünfer oder so sind 28 oder so Booster drin gewesen. Jetzt werden die halt verschenkt. Ne? Ja, okay, dann mache ich das mal kurz auf, Chat. Ihr seid live mit dabei. Wir haben Pokémon Trading Card Games, Trick or Trade. Hättest du so eine Halloween Edition oder so? Genau, ja. Frau Fassler. Ey, ohne Mist, Frau Fassler killt mich. Die will die ganze Zeit auch welche haben und ich verschenke die hier. Darf ich auch mal drehen? Nein, natürlich. Willst du mal drehen? Ja, aber egal was ist, ich verschenke das. Ich auch. Okay, ist gut. An jemand anderen. Ja. An mich? Nein, okay. Aber glaub mir, das Ding gewinnt gefühlt immer. Ja? Ja. Das Ding ist irgendwie so eingestellt, dass immer auf dem... Siehst du? Du hast gewonnen. Chichi, kannst du den Pokémon-Booster grabben? Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon noch hab. Oh, ein paar. Okay, ich bin gespannt. Ich verschenke den. Musst du einfach mal so hinhalten, das ist ganz lustig. Gerne doch! Ich mach dann die auf professionell, ich krieg das nicht auf. Einfach aufreißen. Unterstrich 0 unterstrich Flo unterstrich 0 unterstrich O folgt jetzt. Flo, vielen, vielen Dank für dein Follow. Ehre geht auf jeden Fall raus. Dankeschön. Ehre, Ehre, Ehre. Von dir danke für den Follow. Entschuldige. Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Dankeschön. Bitte schön. Ich auf, ich bin so ein Opfer. Meine Hände sind voll mit Sonnencreme. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, ich weiß nicht, wo ich das essen soll. Deutsch, danke für den Follow. Und nochmal zum zweiten Mal alle Packen. Ich könnte generell einmal. Ich habe da gerne Aufrufzeichen Wert in den Chat. Dass sind alle Leute ausgelistet, wenn wir hier auf dem Ey, gute Idee mit den Ausrufezeichen Wert.
alle. Alle. Okay, ich hab's aufgespaltet. Alter! Glitzernde Glurak! Jo, Digga! Glitzernde Glurak! Hast du einen Glurak? Ja, scheiße. Shiny Glurak. Echt? Jo! Oh. Okay, krass! Holzhack, geil. Oh. Das sieht cool aus. Das ist doch gut, oder? Ich schwitze mir hier echt einen ab, Chat. Und? Mir läuft die Suppe den Rücken runter. Ja. Was ich dachte, nur Follower können gewinnen. Hey, ja, der ist cool. Wie jetzt? Freunde, kommt vorbei, ne? Gamba, Gamba Rad. Guten Appetit, dankeschön. Du hast einen riesen Tisch zum Essen. Guter Call, Sammy, guter Call. So, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Das passt, oder? 69%. Das passt hier alles. Und ein bisschen die Ranse weg reduzieren. Mmh. Schmeckt gut, ja. Du musst halt sagen, was du bekommst. Jonas, ne? Was gebe ich dir dann? Ist hier so, vielen ist Dank, so ein Wein-Ding? Ne, Bierkuchen. Ja, so ein Bierkuchen haben wir, geschenkt bekommen. Ey, ich hab auch einen Lego Star Wars. Dankeschön. Cool. Aber ich schwitze halt echt wie Sau, ne? Cool. Cool, Lego. Der Junge und sein bester Freund. Kleiner Baumann, Nee. Dankeschön, Dankeschön. Kleiner Baumann für alles bereit. Ja, Karin. Hab ich noch nie geguckt. Ja, diese Trolls, vor denen hatte ich mega Angst früher, wirklich insane Angst. Und hier halt auch so Super Nintendo Games, ultra cool, Leute. Ja, ich hab das halt so ein bisschen bepreist, weil damit ich so für die Preise halt im Kopf habe, aber ja. Glaub mir, bei mir macht man trotzdem Schnäppchen. Was soll hier verstanden? 8 Euro. Der ist super selten. Der sieht cool aus. Ja, ist auch Siggy Kit. Ist das so der Mercedes und unter den Plüschtierherstellern. Sitzt auch von selbst. Ja, stimmt. Ja, der Siggy-Kit-Esel, den haben wir uns doch letztens angeguckt, meine Lieben. Der geht wirklich für einen Fuffi weg, glaubt mir. Das dauert vielleicht ein bisschen, aber den kriegt er locker flocke für einen Fuffi weg. Du brauchst eine grüne Sonnenbrille. Das Handy wird da nicht verkauft. Ich will mal sagen, das ist meins. So, schaut mal an, die haben wir noch hier alle zum Verschenken. Richtig Gamba-mäßig. Du hast genug Pokémon. Hier. Oh, guck mal. Oh, du bist aber lieb. Gerne doch. Hat er gemacht. Schönen Sonntag. Guck mal, Jakob, hier sind auch kleine Figuren drin. Guck mal, da sehe ich doch. Eine komplette Hand so, 2 Euro. Aber wenn du einmal reingreifst. Okay, gerne. Jo, da wollt ihr nicht, ne? Der steht wohl so, ja? Ja, genau. Der ist bestimmt von Haber. Schicky Kid. Ja. Oh. Auf vielen, vielen Dank, ne? Sammy. Ja, das ist er wieder, ja. Genau.
Nummer 7 ist schon echt sehr gut. Ja, mach mal 6 Euro. Wollen Sie hier drehen oder soll ich noch für Sie drehen? So weit ist das? Das ist ein kostenloses Waschmaschinen-Abo. Wie bitte? Nein. Nein, Spaß. Einen Pokémon-Booster kann man gewinnen. Ey, Jonas, wenn du es schaffst. Sie? Entschuldigung? Also, Sie können hier sowas gewinnen noch. Ja, ja, ja? Na klar. Okay. Dreh mal für mich eben mal. Meine Tochter steht ja voll auf Pokémon. Ja, dann ist ja perfekt. Ja. Und. Oh, ich hab kein Glück. Hey! Hey, super! Gerne doch. Warte mal, erstmal muss ich euch jetzt hier. Was, wenn du es schaffst, hier meine Waschmaschine zu verkaufen? Das würde der auch. Dann bin ich dir unendlich dankbar. Eine Waschmaschine. Ja, also. Musst du einfach nur verlosen. Musst du einfach nur verlosen an die Leute. Ja, meine Lieben, ne? Ich sag euch ehrlich, ja, stimmt, ich nehme mal ein paar weg für die Frau Fassler. Stimmt, du kriegst wirklich Ärger zu Hause, sonst muss ich wieder auf der Couch trennen. Aber bislang läuft gut, oder? Hab ja eigentlich. Jo, passt, ne? Passt vom Stream her. Ich habe mir extra den Pablo-Bart stehen lassen, weil ich fühle mich derzeit wie Pablo tatsächlich. Ja, vielen Dank. Danke. Freunde, ich sag euch ehrlich, ne? Das ist schon extremst warm. Wir können ja noch mal zu Ronny. Dankeschön, ja? Also Pommes. Ich hoffe, die Tochter freut sich. Ich hoffe, du. Was willst du sagen? Was willst du? Oh, das ist erotisch. Alter. Lack und Leder von mir aus. Viel Erfolg noch, ne? Danke, danke. Hast du was hast du angesetzt? Mystery Mind 8. Oh, ey. Das ist richtig heavy, ne? Viel? Ja, schon so für PC-Spieler. Okay, dann 5. 5er, würde ich machen. Ja. Was ist denn los? Scheiße, was für geiles Zeug du verkaufst. Ja. Junge, Junge, okay, sag, wie viel hast du schon gemacht? Stimmt so 1,5 oder so. Nein, ich bin bei. Ich bin bei 99 Euro. 150 vielleicht? 150. Okay, stark. Warum hast du da die Handschuhe an? Damit ich meine Sachen nicht mit so einem Pfiffinger antatsche. Ah, smart. Smart und dann auch gleich. Also, wer attraktiv möchte einmal an dem Rad drehen? Der muss nur das kaufen. Das ich drehe einen öfter am Rad, Alter. Eine Chance ist einmal mehr zu tun. Ihr könnt einen Pokémon-Booster gewinnen. Ja. Papa kann nicht drehen. Papa kann nicht drehen. Ab wann darf man drehen? Eigentlich immer. Immer? Also halt, ich sag mal so, wenn jemand was kauft. Und bei Kindern mache ich immer so eine Ausnahme. Bei Kindern macht er immer eine Ausnahme. Ja. Oder direkt Headset. Ist ein Headset. Soll ich für dich drehen oder willst du drehen? Oder soll ich mit meinen wunderschönen Handschuhen für dich drehen? Er? Okay. Okay, wir gucken mal. Achtung. Kann aber sein, dass ich Ketchup an den Fingern habe. Weil ich mich dann nicht mehr höre. Das geht gar nicht. Ah. Hey. Herzlichen Glückwunsch. 404 folgt jetzt. Bitte, vielen, vielen Dank für dein Follow. Erik geht auf jeden Fall raus. Völlig nervig. Willst du auch? Du hast eine Pokémon-Mütze. Willst du nicht mal versuchen? Gib Essen. Ja. Ja. Und mal gucken, ob er gewinnt oder nicht. Bei Niete doppelter Preis. Oder Waschmaschine. Hey! Herzlichen Glückwunsch. Stark Ehren. Das ist mein Problem. Aber du hast bald keine mehr, ne? Nee, ich hab fast keine mehr. Ich habe extra für meine Frau welche weggepackt, weil sonst muss ich heute auf der Couch pennen. Ah, sie ist Fan. Ja, ja. Okay, cool. Also ich habe noch 5 Stück. 5? Entweder 5 Einkäufe oder halt 5 Kids. Okay. Ich habe vorhin einfach so random mal in die Menge so reingehalten und habe nichts gemacht. Und da kamen dann Leute so, ist das for free? Ich habe halt nichts dazu gesagt. Und dann haben sie es dann aber trotzdem genommen. Kennst du die Leute, die immer so nichts sagen? Nee. Sind so TikToker. Nee. Nicht? Die halten dann immer so Sachen hin und die Leute, die Sachen nehmen, dürfen es behalten. Ah, geil. Okay, das ist lustig. Hast du das auch empfohlen?
Das sind voll. Das bei dir. Ja. Ich habe gerade. Oh, wieder meine Erklärung war wieder perfekt. Freunde, ich bin seit irgendwie 4.30 Uhr. Ich wollte eigentlich 4 sagen, aber. Wo ist das? Ohne Mist, ne? Story. Das erste Mal wieder campen. Nein! Ich natürlich übelst einen Zeckenschutz dran gehabt. Als es verboten wurde. 4.30 Uhr musste ich übelst stehen. Die waren alle ausverkauft im nächsten Laden. Und dann war ich eigentlich wach. Seit 4.30 Uhr. Willst du das haben? Ich kann's dir voll machen, wenn du willst. Mit was? Ja, Urin? Urin. Okay, wer hasst Papierstrohhalme auf? Wir haben eine original Capri-Sonnen-Box mit Plastikstrohhalmen. Alter! Plastik an die Macht! Box mit Plastikstrohhalmen. Plastik an die Macht! Was willst du damit? Damals gekauft, als Plastikstrohhalme verboten wurden. 50 Euro. Auf einmal ist hier so eine ganz große Lücke. Auf einmal ist niemand mehr da. Nee, ansonsten läuft gut. Ich denke, ich habe so. Was habe ich? 35 Euro. Ist okay. Ich habe so Kleinigkeiten mitgenommen. Das sind halt meine Highlights, ne? Diese Maus und das Headset. Ja, ich habe meine Sachen verkauft. Also, God bless. Aber ich habe andere Sachen. Was hast du alles verkauft? Ich habe jetzt in der letzten Stunde richtig gesehen. Also 10, 15 Minuten. Geil. Und es ist jetzt erst 11 Uhr. Ey, wir verkaufen hier eigentlich verbotene Ware, ne? Nein. Doch, mit Plastik. Plastik? Ist ja verboten. Nee, im Resale nicht. Pass mal auf, wenn da jetzt hier der Ordner kommt. Also schreib hier jetzt mal hier, Katzen-City. Verbotene Ware, illegal, darf man nicht mehr verkaufen. Haben soll mit Plastikstrohhalmen. Alles gut. Du kriegst nur noch Papierstrohhalme. Ja. Die Plastikstrohhalme kann man sich auch mal aufheben und mehrmals trinken. Das heißt, einmal gekauft, dann kann man an 10 Leute weiterverkaufen. Jeder hat den Plastikstrohhalm. Bisschen einfach sauber machen und dann kannst du jede Capri-Sonne mit Plastikstrohhalmen. Nachhaltig. Das ist viel nachhaltiger als Capri-Sonne mit Plastikstrohhalmen. Plastik, das verbotene Plastik. Gibt's nicht mehr, gibt's nur noch mit Papier. Das hältst du mit. Das verkaufen wir unterm Tisch. Er hat sie damals gekauft, als sie verboten wurden. Und jetzt gibt es. Und es ist quasi eine Artefakt. Wie alt ist das denn? Warum kommt gar nicht? Ein Artefakt aus der alten Welt. Es geht in den Plastikstrohhalm tatsächlich. Ja, Sie müssen es ja einrahmen und wieder stellen. Genau. Stimmt, und deswegen ist es noch komplett zu. Original verpackt. Nicht öffnen, bitte. Nee, ich bin so gesagt. 22 Euro. No? Was ist 22? So, aber es ist original verpackt. 50 Euro. Ich hab ihn nur noch erst mal drin. Weil du es bist 20. Wie verzweifelt. Wäre doch gut gewesen. Indiana Jones jagt nicht mehr nach so Artefakten, sondern nach Capri-Sonnen mit Plastikstrohhalm. So. Bald. Ja. Bald im Kino. Ja. Indiana Jones 8. Okay, vielleicht sollen wir es anders sagen. Capri-Sonnen mit Plastikstrohhalm. Nee, die wollen schon den Plastik. Die wollen ganz klar den Plastikstrohhalm. Die wollen ganz klar den Plastikstrohhalm. 30 Euro. Lass du dann noch auf dem Flohmarkt rum, kommt drauf an, ob ihr drauf Bock habt. Also ich mach kurz einen Break so. Kurz mal essen hier. Wir sind noch nicht, sag ehrlich, wir sind noch nicht Freunde, als sondern Arbeitskollegen. Wir sind nur Arbeitskollegen. Was hast du jetzt gesagt? Also ich hab hier mit Savory Capri Jones, genau. Ich hab jetzt hier dieses Badge bekommen und sie hat dann dieses Partner-Camp bekommen. Warum ziehst du das dann an? Weil ich das noch so behalten möchte. Ich guck jetzt mal bei eBay. Dino und ich haben uns auch schon hier verabredet, Monopoly zu spielen. Wenn du sagst, Arbeitskollegen, okay? Ja, ich wollte ja hier fragen, ob du freundschaftlicherweise jetzt mal so ein Ding rausmachst. Dafür habe ich so ein Spiel. So ein Ding rausmachen. Dafür habe ich so eine Spielung. Das habe ich gesehen, die ist cool. Aber den werde ich niemals nutzen. Fällt doch auch jemanden auf? Ich habe. Abgelaufen 2022. Es geht um den Plastikstrohhalm. Okay, weißt du, was ich für dich habe? Ich komme mit. Weißt du, was ich für dich habe? Ja. Ja, ich komme mit. Ich meine, nee, ich weiß nicht, was du willst. Alter, das wird ja echt verkauft. Ne? Schaut mal an, brandneu. Brandneu, privat, für 2,50 Euro das Stück. Da bieten sogar Leute drauf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja wirklich geisteskrank. Mit euch würde ich mich auch zum Verkaufen auf dem Flohmarkt stellen. Nicer Vibe, Dankeschön, ne? Ich muss das kurz Ronny zeigen, oder? Aber jetzt sind sie wieder weg. Hey.
zeige ich mal Felix. Lass ihn mal kurz hier liegen. Oh, wie viel Uhr haben wir dann? Das ist halt alles ein... Meine Ronny-Sticker! Meine Ronny-Sticker, Digga! Bist du ein... Jo, ich würde annehmen. Dankeschön. Ui! Jo, ich würde annehmen. Davon hatte ich 100 Stück zu Hause. Pass auf, jetzt lasse ich noch Ronny das einmal anfassen und dann stelle ich es auf eBay. Das ist geil. Okay, wir machen einmal Kassensturz, ja, aber es ist nicht so viel dazu gekommen wie. Das ist echt krass, davor. Ey. Wir haben 10, 20, 25, 35, 45, 50, 55, 60. Die wollten unsere Cabri-Sonne für 50 Euro nicht kaufen. Guck mal hier. Guck mal hier. Das sind verkaufte Cabri-Sonnen. Nein! Neun. Da verkaufen Leute mit Plastikschrauben-Cabri-Sonnen auf eBay. Ja. 2,50 Euro plus 5,49 Euro Versand. Ich sag 50 Euro ist ein guter Fairpreis. Finde ich auch. 2,50 Euro, wirklich. Ihr Deutsch folgt jetzt. Oh, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ehre geht auf jeden Fall raus. Schaut mal, die, ihr könnt die Fall weiterverkaufen, ne? Und ihr seid mal so. Geil! Grüße gehen raus. Hallo. Mir Deutsch, vielen, vielen Dank. Ich schenke die euch. Was sind die denn? In Nürnberg verkaufen. Ist eine echte Twitch-Partner-Sonnenbrille. Kann man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen. Ey, der Bro, ich mach mir einen Pokémon-Booster. Der Bro kriegt von mir einen Pokémon-Booster. Permanent, es sollte nicht Aufwaschbar sein. Ja, stark. Und wenn es Aufwaschbar ist, dann wasch es einfach wieder ab. Du hast da hinten beim Glücksrad gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gerne doch. Ich wohne auf jeden Fall mal wieder in den Kreis. Ja. Komm rum. Gut gesehen. So einen privaten Reselling an. Wird verrückt. 7 Uhr. Das hier. Ja, das die Leute haben eine sehr falsche Bar und nehmen uns gegen 95 halt. Hier sieht man auch so, so einen Semi-Reseller, sieht man hier. Was willst du das Mikrofon für 5 kaufen und für 8000 wieder weiterverkaufen? Oder wie sieht's aus? Was ist das für eins? Ist das HyperX? Das ist ein gutes Ding. Kostet 910, ne? Wir machen für dich Fotze. Das ist ein Ding, Bruder. Keine Nintendo, Nintendo, mache ich muss Umsatz machen. Oder den Nintendo, Bruder. Das ist nicht. Ich verschenke die ganze Pokémon-Booster, weißt du? Besser bist du gleich mit die ganze Stadt, wenn du keinen Gewinn haben möchtest. Und das, hier. Guck mal, die Brettspiele, das ist doch was, was du übelst gut weiterverkaufen kannst, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, guck mal, so ein Monopoly City geht immer weg. Ich sag mal so, wenn ohne Mist jetzt, wenn du das nicht verkauft bekommst, nehme ich die mit. Ja, wie war's mit dem? Also nehme ich die mit und also, kaufst du dir ab. Ja, okay. Ja, dann ist der einfach ganz... Also, der muss ja ein bisschen hier, ne? Nimm die einfach mit. Ja, ich glaube Dr. Dipper und... ist nice. So 15, 20, wenn du mich ab und ich hab wegbekommst, nenn ich mit. Boah, guck dir erstmal an. Ah, hier. Nee, bei mir ist immer, wenn ich wenig schlaf, dann brechen die Sätze so ab. Ja. So. Ja, wahrscheinlich zu wenig Schlaf, ne? Oh. Ultra, ja. War 4.30 Uhr wach. Ja? Ja. Wir waren um 2 Uhr noch wach. Habt ihr so gemacht? Wir haben nur YouTube wieder angeschaut. Geredet. So, bis heute. Plan für morgen den Stream aufgebaut. Reise durch kalkuliert und so. Bisschen noch die. Bett sauber gemacht und Krümel drauf waren, deswegen war das so ein Okay, ja, cool. Also sowas macht man dann halt in der heutigen Zeit als Pärchen. Aber mach hier auch mal mit, Frau Fassel, mach auch mal Krümel weg. Ja, das ist so wichtig. Wer will da schon schlafen? Ey, ciao, schönen Tag euch noch. Also das hier würde ich mitnehmen. Monopoly City und Dr. Bibber. Was ist der letzte Preis? Jetzt noch nicht. Okay. Das darf noch nicht in den Umsatz. Ja, was war der Psyche bricht, dass ich den Hobbypreis sage. Ja, komm, scheiß doch damit. Hast du die JBL-Box verkauft? Oh, stimmt, ja. Du hast sie verkauft? Ja. Hier, Sammy, gute Aufpasserin hier. Ding? Da. Kennst du Sammy? Meine Mod. Sammy, wo, will? Wie heißt Sammy, ganz unten.
Meine Motte. Mani, ich hab noch nicht gesehen. Aber die hat gleich vorhin crazy, auch... der hat den Tisch abgescannt gesehen, was hier... Ja, ja, ja. Das ist gleich Mystery. Ja, das ist Raffi 35. Ne, für 30, glaube ich. 35 Angebote für 30 im Kopf. Boah, das ich hab das für 5 Euro so im Automaten gezogen, wie bei dir. Also, das kommt frei. Oh, Alter, Knirps, Junge! Junge! Knirps habe ich auch am Start. Alle mit der Kamera auf ihn! Alle mit der Kamera! Knirps ist da! Ja. Geil! Ey, schön dich zu sehen. Wir haben es geschafft. Mein Dad wird jetzt sagen, läppsch Auto! Was verkaufst du? Was verkaufst du, Bruder? Digga, wir kaufen geiles ab. Wir haben hier Mangas, wir haben hier Filme. Wir haben Schmuck. Starling, Freunde, ich kann es immer noch nicht glauben. Streamer! Willst du Starling kaufen? Weiß ich nicht. Kann ich mir das auf den Kopf schnallen, damit ich immer Internet habe? Ist halt ein bisschen schwer. Aber könntest du schon. Aber das ist... Für was nutzt man das eigentlich, wenn man jetzt irgendwie in der Wildnis ist, ne? Ja, um Internet irgendwo zu haben, wo du halt keinen mobilen Datenempfang oder... Aber da brauchst du so ein Abo, ne? Ja. Ah, ich hab gerade die letzte weggegeben. Jetzt gerade eben, die letzte. Ich hätte die hier noch. Oh, die ist wirklich... Das ist eine gute UVX-Schweißerbrille. Ja, egal. Okay. Dann. Ciao. Hau rein. Scheiße. Schade. Aber vorhin... Das ist los in der Hose, die keine Brillen mehr kriegen. Schreibt das dazu in den Kommentaren. Achtung, keine Brillen mehr verfügbar. Autostock. Ich muss sagen, hier, mein Chat hat mir vorhin einen Hinweis gegeben, ja? Dass wir zu einem schlechten Zeitpunkt verkaufen, weil es Sommerferien sind. Und ziemlich warm. Dann ist hier nicht so viel los. Aber ist trotzdem gut. Ich würde sagen, ich glaube, wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, was wir an Umsatz erwirtschaftet haben. 20 Euro erwirtschaftet. Ist geil. Wir haben über 100 Euro. Ist geil. Besser als nichts, sage ich immer. Ist Salbe unter Wasser? Nee. Sind zwei Döner. Bleistift, Miete, danke für den Preis. Ja, nicht ganz. Das Nutzen ist so geil. Hast du dich geglaubt? Das würde ich auch nicht aufnehmen. Ja, dann kann ich mit so, okay, wer will jetzt was kaufen? Wer will jetzt was kaufen? Ja, jetzt wow. Ausrufezeichen OnlyFans. Das Jersey, Leute, das ist doch geil, oder? Wie findet ihr das eigentlich? Boah, Alter, Bruder, das ist jetzt. Du kopierst mich jetzt, oder was? Das ist richtig cool. Achtung, Filmaufnahme. Mit dem Gators Jersey. Das ist falsch rum. Nein. Style Berg, ja, aber schau das mal. Wow. Doch, aber wilde Sache, oder? Was ehrlich von. Carino, was geht? Moin. Sorry. Frei euch für die Kugel. Leon, Berg. Frei euch für die Kugel. Frei von da, von dieser Twitch. GoPro. Ja, auch wild. Ist das nicht ein ja, geil. Wie lang bist du jetzt hierher geeiert? 40 Minuten. 40 Minuten. Ich war davor noch in der Habel. Ich habe noch einen kleinen Abstecher gemacht. Hier meine Mod, Sammy, hat hier JS da geschrieben. Sehr geil. Richtig wild. Ehre. Hier und immer Gewürzketchup mit am Start, so für den extra Kick. Ich hab gehört, wenn man das trinkt, kriegt man, also kann man mehr durchpowern. Ja, auf jeden Fall, Alter. Das ist die Power. Dein Tisch ist da hinten, ne? Geil. Komplett leer. Ja, ich hab gar keine Sachen dabei. Ja, stimmt, ja. Oder ich verkaufe mein Fahrrad hier. Oder die Banane. Ey, wer auch immer die Banane da heute Morgen hingelegt hat, vielen Dank. Ich weiß nicht, wer es war. Ja, wild. Ja. Den hatte ich nie drin, den hatte ich drin. Oh, 25! Hast du auch schon was verkauft? Ja, pass auf, wir packen die alle in meinen Automaten. Ich hab hier so einen kleinen Rucksack, auf der Suche nach Glow in the Dark stehen. Alter, war das. Hast du die Banane da hinten? 50 Cent? Ich auch so zwischenlagern, dass man entgegenzwischenkommt. Ja, aber ich glaube, heute wird es. Jawohl, aktiv. Oder man muss auch mal ein bisschen ja, ja. Angebot machen. Ja, ja, ist witzig. Ja. Alves, was geht? Sefcat, was geht, mein Lieber? Aktuell im Angebot ein Starlink-Gerät. Kling, kling. Für 190 Euro. Was ist das? Das ist nicht immer. Satellit-Internet. Gehst du in die Wüste, hast du Internet. Klingt das Gelbe, aber funktioniert. Elon Musk hat es gemacht. Elon Musk hat es gebaut und es funktioniert. Ich habe es getestet auf dem Meer. Ja. Starlink 190 Euro. 190 Euro. Ja, grüß an den Chat. Und wer das will. Mond, du bist das! Ich bin das. Hast du Knirps schon mal getroffen? Ist da vorne, ja. Ich glaube, ich bin. Aber ich gucke trotzdem was. Grüße. Hallo. Grüße gehen raus. Freut mich sehr. Freut mich auch. So.
Laufen wir auf entspannt. Was? Hast du meine Pommes gegessen? Nee. Okay. Alles gut. Ich habe mich nur da hingesetzt tatsächlich vorhin. Ach ja, dein Stuhl ist vielleicht auch noch drinnen, ne? Ja, alles gut. Ich habe jetzt auch 4 und 5. Also wenn du möchtest, kann ich dir den Stuhl raustun. Muss nicht ewig stehen. Oder wir wechseln uns ab mit dem... Ja, wir können uns abwechseln. Passt. Wie läuft's? Läuft gut. Also ich habe einen Gameboy verkauft, einen Wii verkauft, einen DS verkauft. Ich habe Plüschtiere verkauft. Ich habe hier die Sachen hier verschenkt. Aber ich hätte echt gedacht, Chat, dass ohne Mist, ich habe ja eine Umfrage gemacht, ne? Also halt natürlich da no. Aber ich hab eine Umfrage gemacht auf Instagram und da haben 25 Leute dafür gestimmt, dass sie heute mich besuchen kommen oder beziehungsweise hierher kommen. Schade eigentlich, ne? Ich hätte den Pokémon Booster tatsächlich lieber an die Community rausgepfeffert. 60. Läuft gut, ja? Ich dachte, Übelsborg ist ein lustiger Vibe. Mir geht es heute tatsächlich nicht darum, so richtig so heftig Win zu machen oder Umsatz zu machen. Es macht unglaublich viel Spaß hier mit dem ganzen Druck. Und ich hoffe natürlich, dass wir das wiederholen. Dann ist das super. Wenn das verkauft wird, aber ich schwitze mir hier einen ab, ne? Du weißt nicht mal, welcher Ort das ist. Das ist Berlin-Dalgo. Kurz mal alle bannen lassen, wenn ich Musik. Haut den mir zu all Twitch Streamers. Gut. Fährst du heute wieder direkt nach Hause? Ja. Ist so der Plan. Also ich schätze mal, dass wir nach dem Flohmarkt noch so ein bisschen was machen. So ein bisschen off-topic-mäßig und dann... Für wie viel bietest du die Brickheads an? Also ich habe jetzt mal einen 10er draufgeschrieben, aber ich sage immer so, wenn die Leute mir einen guten Preis vorschlagen, haue ich sie auch raus. So bist du also halt nur für mich so als Merk, okay, könnten einen 10er bringen so im Verkauf und dann rechne ich dann immer runter. Aber ich glaube auch tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich das nur fühle, aber ich glaube so die Kameras oder zumindest hier der ganze Trupp, der filmt, ne, und streamt, ich versuche ja immer wenig auf Leute drauf zu halten. Krieg ich jetzt einen Strike? Ja, get fucked. Wir haben dafür gesorgt, dass alle anderen Streamer gebannt werden. Fuck, wer macht die Musik? Oh shit, Copyright. Und ich habe mir halt gedacht, so, und wo war ich stehen geblieben? Also genau, dass das viele Leute hier halt die Camps und sowas abschrecken, ne? Aber kann ich auch verstehen. Oder auch die eine von so, ich möchte nicht, dass meine Kinder gefilmt werden, aber ich filme ja keine Kinder. Ist ja auch nicht meine Intention da, hier irgendwelche Kinder zu filmen. Könnt ihr eine Freude zu machen mit den Pokémon-Boostern? Warte, das ist super. Hey, mach mal laut. Du willst doch Sachen verkaufen, oder? NRW Richtung Essen hier. Meine Kinder hätten auch gerne bei den Pokémon-Figuren zugegriffen. Genau, Döbritzer Weg 3. Das sollte es passen, die gehen auf Flohmarkt eigentlich ganz gut, aber vielleicht wirklich das Wetter. Ja, safe. Lego geht immer, würde ich sie kaufen. Ja, ich sag mal, das, was übrig bleibt, das fliegt dann eh in die Live-Auktion. Ja, zack, 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 zack. Nein, das ist aber auch nicht geil, dass das so wieder. Weil so, keine Ahnung. Leider verloren. Oh, ich sage euch ehrlich, ey. Es ist schon anstrengend. Seit 4:30 Uhr wach.
dann noch hier, ich habe schon zu John's Man gesagt, so, eigentlich war das alles so ein bisschen stressy, ne? Weißt du, heute früh auch so Zelt abbauen und so, oder? Aber es ging voll dann, also ging. Es ging, aber es war schon ultra früh und so, das war halt ultra früh, halt ultra. Aber passt ja. 558 Kilometer entfernt. Ja, wild, bist du gleich da? Oh, Gamba, 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 Achtung! Achtung, 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 Gamba, 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 Gamba. Jetzt bin ich da, Jimmy. Der darf ihn nicht verkaufen. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß. Gerne doch. Einfach, also jeder gewinnt hier immer, ne? Ich frag mich warum. Ja, aber auch bei meinen Insta-Stories allgemein gibt es das mehrmals und ich weiß nur, dass er rauskommt. Wie lange? Drei Stunden sind wir schon live, ey. Richtig krank. Was sagen die Zuschauerinos? Habt ihr noch Bock? Oder sollst du so langsam aber sicher Feierabend machen? Ja. Feierabend, wie das duftet. Echt? Katzensprung. Ein paar Tage sie behalten. Oh, ich werd verrückt. Ich wusste es. Mega gut. Ah, perfekto. Super Stream, Dankeschön, Dankeschön. Geht natürlich weiter. Die Preise, die draufstehen, sind nur Orientierungspreise. Okay, also ist auf Verhandlungsbasis da. Ja, safe. Eine Frage, was ist denn das hier für ein Brettspiel? Das ist ein Puzzle. Ach, das ist ein Puzzle, okay. Ja. Oh. Bin heute echt günstig, ne? Sonst bin ich immer teuer, aber heute bin ich richtig günstig. Also relevant wäre auf jeden Fall PS3. Aber PS2-Spiele sind nicht dabei, oder? Nee, nur PS3. Willst du mal gucken, Bescheid, oder? Ja, schon. Das ist Multiplayer theoretisch auch. Ja. Aber die Preise, wie gesagt, ist nur erstmal so als... Ja. Also wirklich sehr entspannt heute. Ich habe jetzt gerade eben auch gegessen, ich habe keinen Hunger mehr, weiß, dann mache ich immer gute Preise. Ja, sehr schön. Das ist ja jetzt so mein Vorteil. Ja. Das wäre tatsächlich interessant. L.A. Noir. Das habe ich noch nicht gespielt, das soll ja ganz gut sein. Ja. Von Rockstar. Was, mach weiter und klau was von Ronny? Nee. Lass das doch jetzt alles. Next Life, moin. Der Eisengolem ist schon baden. Wie baden? Wasch. Nichts passiert. Oh. Es hält einfach nicht. Was dabei? Das wäre interessant auf jeden Fall. Steht nichts drauf, ne? Steht nichts drauf. Was willst du geben? Xena? Ja? Jo. Ja. Mein Logo. Läuft der noch? Ich gehe mal von aus, wa? Ja, safe. Also ich habe auch so CD-Aufbereitungsservice, da habe ich sie mal durchgejagt, glaube ich, oder? Ja, okay. Pass auf, da darfst du hier auf jeden Fall nochmal drehen. Also entweder kannst du drehen oder ich drehe für dich. Dreh ich. Mal gucken, ob es jetzt den nächsten Gewinner gibt oder nicht. Bei X musst du nämlich mal eine Waschmaschine kaufen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Wie, was? Oh, gibt's ein Poker? Oh, okay. Ja. Nice, danke schön. Gerne doch. So. Jetzt kommen wir mal zum Geschäftlichen, wa? Perfekt, vielen Dank. Jo, 2,5 zurück. Perfekt, vielen Dank. Tab Toasty 2808 folgt jetzt. Du Tab Toasty, vielen, vielen Dank. Schönen Sonntag noch, ne? Ja, gleichfalls. Danke. Danke. Hallo.
Weiß ich noch gar nicht. Aber ich hoffe, ich. GTA 5, nee, habe ich leider nicht. No? Nee. Aber er hat. Hast du nicht GTA? Ja, ich habe GTA 5. Oh. Bist du schon 18? Das ist schon vor. Genau. Bist du schon 18? Oh, shit, warte mal. Gott, ich habe einfach Facecam. How much money did you... Oder was? Ja. Warte mal, ich geh mal... How much money did in der Waschmaschine? Ja, wilde Sache. Moin Fassler, alles fit? Ja, safe. Ich hab gehört, Five. Gamer und so. Six. Ja? Five. Ja. Ich hätte einen. Oha. Hallo Freunde. Five. Six. Ui. Die hab ich selbst gemoddet. Cool. Selbst gemoddet. Mit so, der hat so ein besseres Bild halt so. IPS-Bildschirm. Ja, krass. Ja. Und hier mit USB-C kannst du aufladen. USB-C sogar, schaut mal an. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wilde Sache. Ja, der ist schon gut. Ultra, ja. Hast du den jetzt mit hier oder? Oder hast du den hier gekauft? Nee, ja, und den schon mit. Sorry. Was ist das, Soundboard oder was? Ja, ja, die hauen hier. Safecat, vielen Dank für 100 Bits. Also, ähnlich. Kann man dann besser sehen als auf normalen. Mhm. Und ja. Besser interessiert dran. Zu kaufen? Ja. Oh nee, ich bin heute hier eigentlich nur zum Verkaufen, aber was soll das kosten? Vielleicht hat der Chat ja Interesse. 150. 150, Chat? Will jemand zuschlagen? Boah, weil heute geht es nämlich um Umsatz. Wer hier den meisten Umsatz macht, weiß. Ja, hab den gehört. Aber cool, ne? Sehr schönes Ding. Aber hast du schon Ronny gefragt? Ja, er hat gesagt, dass du vielleicht Interesse haben könntest. Ach, ich? Ja. Nee, tatsächlich, heute halt wirklich nur Verkauf. Ich habe ja sonst immer Ankauf auch. Ja, safe, hau rein, ne? Ciao. Einmal eine Hand, 2 Euro.